Man hat versucht, uns zu sabotieren. Dass das eine Katastrophe ist, das kennen wir ja schon aus anderen Folgen, zum Beispiel aus dieser dort. Und das geht natürlich gar nicht. Ist mal schnell auf, Porsche. Moin Leute, während sich der Navigator noch die Zähne putzt, mache ich hier schon so ein bisschen Tackle-Organisation. Vielleicht geht es erstmal los zum Frühstück und dann 5.30 Uhr Start. Ich hoffe, dass wir heute einen früheren Startplatz bekommen, sozusagen umgekehrt zum ersten Tag, sodass wir ein bisschen bessere Chancen haben, als Erster an die guten Spots zu kommen, die ansonsten natürlich total überballert werden von bis zu 20 Außenbordmotoren. Außerdem ist es natürlich nicht so ganz unbekannt geblieben, wo die erfolgreichen Angler von gestern gefischt haben. Und es könnte natürlich sein, dass es so ein bisschen Gestechen um die Spots gibt. Gestern Abend haben wir schon alles montiert, geriggt, taktische Dinge besprochen, in die wir euch leider nicht einweihen können. Und ich zeige euch gerne auch nochmal, wie wir hier gehaust haben. Ja, wunderbar. Für Ordnung hatten wir keine Zeit. So will ich das mal sagen. Jetzt aber los. Wir haben es ein bisschen eilig. Wir sehen uns später auf dem Wasser. What's that? Did you get our little present? No. Oh, that weren't there half an hour. Leute, in einer Minute geht's los. Wir haben noch kein Benzin. Und wir sind einer der ersten Starter, deswegen wird es jetzt ein bisschen eilig. Wir hoffen, dass wir das jetzt in einer Minute geregelt kriegen und dann geht's ab. So Leute, die morgendliche Beißzeit ist offiziell beendet. Die Fische haben so ein bisschen das Fressen eingestellt, also jegliche Aktivität eingestellt. Wir haben den größeren Fisch gerade mal vermessen, 72 cm wurden uns zugesprochen. Der andere ist leider im
Lifeboard verstorben. Der hatte sich ja ein Drilling fies hinter die Kieme gehängt. Und das hat er nicht überlebt. Schade. Chance auf Preise haben wir ohnehin nur noch, wenn wir hier den absolut größten Fisch fangen. Bisher ist der größte mir bekannte Fisch 92 cm. Da müssen wir drüber. Wenn wir 5 Fische in die Wertung einbringen wollen, bringt uns das gar nicht so viel, weil wir ja gestern nicht mal annähernd auf die 10 Fische gekommen sind. Deswegen ist es gar nicht so sinnvoll, dass wir jetzt unbedingt 5 Fische fangen müssen. Wie gesagt, die Sonne nervt mich ein bisschen. Wir haben keine aktiven Fische. Aber wir sind jetzt an dem Spot ungefähr, wo Torben gestern den größten Fisch hatte. Und hier suchen wir nach weiteren Mamas. Muss doch eine dabei sein mit Torben. Ja. Leute, die Kamera war eine Minute aus. Da schreit's schon von vorn. Der Navigator hat einen gefangen. Schöner Fisch, alter Wertungsfisch. 60er würde ich sagen. So. Ja, Mann. 60 easy, ne? Eher so Mitte 60. Ein schöner Fisch. So, jetzt sind wir mitten ins Kraut gedriftet. Ich korrigiere die Drift. Und wir freuen uns über die Entscheidung, hergekommen zu sein. Scheint die richtige Wahl gewesen zu sein. Jetzt müssen wir angeln. Bis später. Tschüss. Dies ist unser Lifewell. Das ist der große Kescher, den wir darüber gelegt haben, damit die da im Lifewell befindlichen Hechte sich weiterhin im Lifewell befinden. Der Hecht, den Torben eben gefangen hat, ist gerade eben bei voller Fahrt durch diese Lücke gesprungen und da gelandet. Heißt, wir sind wieder bei unserem einen Wertungsfisch für heute. Jetzt müssen wir weiter angeln und hoffen, dass es noch weitere solcher Fische hier zu holen gibt. Extrem ärgerlich, Leute. Ganz schlimm. So eine Scheiße, ey. Leute, nach all dem Pech, was wir hatten, mit gestorbenem Fisch, mit entflohenem Fisch, ob ihr es glaubt oder nicht, ist mir scheißegal. Geärgert haben wir uns massivst. Beides gute Fische von Torben, beide 70 plus. Haben wir jetzt noch ein katastrophales Wetter, nämlich feinsten Sonnenschein ohne Wind und nur noch eine halbe Stunde zu angeln. Das heißt, wir werden aller Voraussicht nach nichts mehr aufholen können. Mit den drei Fischen wären wir wahrscheinlich unter den Top 10 gewesen. Jetzt mit dem 71er wird es sehr eng, auch nur die Briten weiter auf Abstand zu halten. Der Wind ist gerade wieder ein bisschen stärker geworden. Wie viel Angelzeit haben wir noch? Viertelstunde. 15 Minuten Vollgas auf dem See, auf Andrea. Vollgas auf Andrea, Bursche.
Vollgas auf Andrea, haben wir gesagt. Das wird hier wohl nichts. Mal abgesehen davon, dass man da mit dem Motorboot gar nicht raufkommt, ist die Angelei dort nicht diejenige, die man jetzt vielleicht noch betreiben könnte. Insofern war es das für uns. Wir haben einen Fisch heute einmessen können. Mal gucken, auf welchen Platz uns das katapultiert. Ich bin sehr skeptisch, ob wir den Abstand zu den Briten halten können werden und befürchte fast, dass wir den letzten Platz gemacht haben. Aber wir haben gestern Abend mit vielen Leuten gesprochen, die sagen, es ist unmöglich, deren Erfahrung sozusagen aufzuwiegen. Erfahrung ist an diesem sehr merkwürdigen, sehr schwierigen Gewässer genau das, was das Allerwichtigste ist und was am meisten zählt. Insofern haben wir trotzdem viel Schulterklopfen bekommen. Dafür, wie wir uns hier geschlagen haben, dafür, wie wir am Ball geblieben sind. Ich meine, wir haben gestern 15 Stunden geangelt, heute 5. 20 Angelstunden in weniger als 2 Tagen. Das muss man erstmal machen, nicht wahr? Jetzt fahren wir mal zurück zum Hotel, gucken uns die Ergebnisse an und sind sehr gespannt, wer uns diese Geschichten, die wir heute erlebt haben, glaubt. Oder willst du sie gar nicht erzählen? Ich erzähle hier gar nichts. Wir hatten einen Fisch, das war's. Okay, Leute, wir nehmen euch natürlich mit. Ansonsten sehr schön, dass ihr dabei wart. Nächstes Jahr werden wir dann tatsächlich Weltmeister, denn dann haben wir ja alle Erfahrungen, die man braucht. Da haben wir vielleicht etwas bessere Bedingungen. Dann haben wir vielleicht das richtige Köderarsenal dabei. Und dann geht's ab, wie immer, wenn ihr Brofish Angling Club guckt. Leute, wir gehen mal zu den Briten, gucken, ob die tatsächlich 5 Fische gefangen haben. Ich glaub's ja nicht so richtig. So guys, and you're really trying to tell me that you did all 5? Yeah. How big was it? How big was the biggest? You don't believe us, do you? I don't know. How you done that? I don't. If it's true, I don't want to see. You know why you had such luck? It's because of my banana. Right. Yeah, it's because we didn't have a banana with us. Yeah. Anyways, cheers, mate. Cheers, good game. Thanks. Bananas on boats, it's wrong. Damit werden sie Vorletzter. Und wer Letzter wird, weiß ich gar nicht ganz genau. Egal, Leute, wir bauen jetzt hier ab und dann wird es ein feuchtfröhlicher Abend, nehme ich mal an. Wir nehmen euch ein bisschen mit. Die pikanten Details müsst ihr euch dann denken. Na, Tom?
zurück in Hamburg, Leute. Hier gehören wir hin. Auch wenn es da sehr schön war und wir nächstes Jahr wiederkommen mit einem von euch. Wer Bock hat, bewirbt sich, schreibt uns, macht ein Team, reist umsonst an, nimmt umsonst teil, kommt umsonst runter und hat das Vergnügen, gegen uns anzutreten und gegen die Rumänen. In diesem Sinne meldet euch. Bis dann. Ciao.